Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Es gibt heute einen Teddy Haul für euch und ich habe ein paar Teile gekauft. Es sind, jetzt wo ich das hier so liegen habe, echt nicht viele. Ja, ich kann aber vielleicht ein bisschen was zu den einzelnen Teilen erzählen. Ansonsten würde ich sagen, es wird ein relativ kurzes Video. Aber was ich euch erzählen kann ist, bei Teddy gibt es so viele Bastelsachen. Und in einer anderen Phase meines Lebens, also ich schätze mal so in ein paar Monaten und ich glaube auch, wenn es so Richtung Weihnachtszeit und so geht, werde ich definitiv bei Teddy eskalieren. Im Moment reiße ich mich ja echt sehr zusammen und kaufe nichts, was echt schwachsinnig ist, was ich eigentlich gar nicht brauche, aber wunderschön ist. Und ja, versuche wirklich, das habt ihr vielleicht auch an meinen Videos gemerkt in letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass ich wirklich versuche, auf das Geld zu achten. Weil ich ein Elterngeld bekomme und das im Moment echt nicht so viel ist. Und ja, aber vermutlich gehe ich ja bald in ein paar Monaten wieder arbeiten und dann kann ich wieder so richtig eskalieren und dann gibt es auch mal wieder so einen richtigen XXL-Haul für euch. Aber heute gibt es einen kleinen Mini-Haul und ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Teilen, zu denen ich nicht ganz so viel sagen kann. Das geht dann ein bisschen schneller. Ich habe für den Kleinen einmal, also ich werde es benutzen, aber der Kleine freut sich darüber. Einmal so einen Stab gekauft. Das sind Seifenblasen. Das ist so ein riesen Seifenblasenstab. Und da sind die Hunde von Paw Patrol drauf. Ich glaube, also der Kleine kann natürlich noch nicht wirklich Fernsehen. Aber wenn er das mitbekommt, dass Paw Patrol läuft, findet er das schon ganz gut. Also ich glaube, er checkt das schon so ein bisschen, dass Paw Patrol was ist, was er süß findet, was er gut findet. Naja, dann fand ich das halt ganz süß. Dann habe ich das halt von Paw Patrol genommen. Und das hat gekostet 2 Euro. Genau. Und wir haben schon so einen, so einen ganz einfachen in Blau und das findet er total cool, dass da ganz viele große Seifenblasen rauskommen und deswegen wollte ich unbedingt auch mal so ein Teil nachkaufen, dass wir einfach noch eins da haben, falls das jetzige alle ist. Genau. Das ist einmal das für den Garten sozusagen. Und dann gibt es noch ein anderes Teil oder zwei andere Teile für den Garten. Und zwar sind das hier so eine kleine Lampignon, Laternen, Solarlichter, Aufhängeteile. Ich weiß nicht, gibt es eine offizielle Beschreibung? Solarlampe. Okay, es ist einfach eine Solarlampe. Die haben auch jeweils 2 Euro gekostet, haben halt ja eine kleine Beleuchtung dann hier drin. Hier oben ist die Solarplatte. Und ich habe an meinem Schuppen, so einen langen Schuppen, und man guckt aber auf die kurze Seite vom Schuppen. Und wenn man aus Matthäus Zimmer guckt. Und da bin ich ja öfter mal. Und wenn ich da rausgucke, sehe ich halt auch den Teich. Und ich finde es halt ganz schön, wenn an dieser Schuppenwand so ein bisschen, zumindest ein kleiner Eyecatcher ist, wenn es nicht ganz so langweilig ist. Und ich habe da im Moment so eine kleine Lampen in Rosa hängen. Die sind aber schon dadurch, dass sie schon ewig draußen hängen, so ein bisschen verrostet und sind auch eher hell als rosa. Und die will ich jetzt abmachen. Die hängen halt an so Bändern dann da so rum. Die will ich abmachen und da kommen halt dann diese beiden ran. Ja, das waren die Teile, über die ich nicht so viel reden wollte. Cool. So, meine Mama hat Geburtstag. Wird Geburtstag haben. Also, wenn ich aus heutiger Sicht spreche, wird sie Geburtstag haben. Aus Sicht der Veröffentlichung dieses Videos spreche, wird sie Geburtstag gehabt haben. Also heute, jetzt, ich filme das Video für euch am Freitagabend und ich lade es Mittwoch hoch für euch, oder? Ja, muss ich. Ich weiß nicht so genau, was ich Sonntag mache. Das ist egal. Ich bin kurz ein bisschen im Struggle mit meinen Videos. Genau, Mittwoch kommt dieses Video online und meine Mama hat Dienstag aber Geburtstag. So, Dienstag, den 14. Und sie wünscht sich ein paar spezielle Sachen, die aber alle ein bisschen mehr Geld kosten. Das ist auch alles in die Wege geleitet. Aber sie hat halt trotzdem den Wunsch, dass sie viele Geschenke bekommt. Und wenn man sich große, teure Sachen wünscht, ist das ja eher so, dass man weniger Geschenke bekommt. Aber ich wäre ja nicht die beste Tochter der Welt, wenn ich nicht versuchen würde, ihr viele Geschenke hinzustellen. So, und bei Teddy sind mir halt so ein paar Sachen ins Auge gefallen, wo ich gedacht habe, jo, die nehme ich einfach mal mit. Dann, wenn ich das alles einpacke, dann ist das ein bisschen bär auf ihrem Tisch. Ich habe übrigens eine super, so eine Schnupfnase und
ich spreche sehr nasal, beziehungsweise es ist manchmal das hier irgendwie das ein bisschen. Ich glaube, wenn ich das genauer ausführe, dann seid ihr ein bisschen angeekelt. Also, wir sind, seitdem wir aus Holland zurück sind, alle so ein bisschen kränklich. Ja. Also, was ich für sie besorgt habe, ist einmal so ein Buch. Ich hasse sowas eigentlich, ich finde sowas eigentlich total schlimm, weil es danach irgendwo rumsteht in Vollstaub. Ich glaube, sie hasst das auch, aber für den Tag ist es süß. Die herzlichsten Wünsche für dich. Und dann sind da halt einfach so schöne, schöne Sprüche drin mit kleinen Bildchen und ja, einfach ganz süß gemacht. Und das hat 1 Euro gekostet. Und das ist halt sowas, was man irgendwie nett mit dazustellen kann, wo sie sich drüber freuen kann, wenn sie möchte. Also an den Sprüchen ein bisschen erfreuen kann. Kann man vielleicht noch ein Foto von machen und als WhatsApp-Bild oder so benutzen, oder keine Ahnung. Oder sie darf es auch gerne weiter verschenken, wenn sie es gerne weiter verschenken möchte. Aber ich finde es so als nette Geste ganz süß. Und das ist halt so ein zusätzliches Geschenk, was eingepackt wird, was dann auf ihrem Tisch liegt. Weil wir machen in unserer Familie ja immer einen Geburtstagstisch und da wird das dann drauf liegen. Genau, einmal das. Dann wird ein zusätzliches Geschenk dieses hier werden. Das mache ich mal ein bisschen schärfer. Da steht Made with Love. Da sind auch so kleine Herzchen. Das ist einfach so ein Wegglas. Sie war mit beim Teddy. Ich musste meinen Einkauf ein bisschen immer vor ihr verstecken. Sie war mit und sie hat sich selber von dieser Sorte, oder ich glaube von diesem und noch ein anderes Design, so etwas kleinere ausgesucht für Marmelade. Und das hat übrigens 1 Euro gekostet, die kleineren auch. Da gab es verschiedene Größen. Und dann habe ich gedacht, dieses ist ja auch noch gut für Marmelade. Es ist halt ein größeres Marmeladenglas. Das soll sie bekommen, dann kann sie es im Nachhinein für Marmelade benutzen oder für was auch immer. Es passt halt zu dem Design, was sie sich eh schon ausgesucht hat. Also sie hat dann noch eins mehr, fand ich ganz cool. Aber ich werde da Schokolade reinmachen. Entweder, dass ich selber noch irgendwas mache oder Schokocrossis oder so. Oder ich werde einfach, keine Ahnung, Schokobons, irgendwas, was sie gerne mag, irgendwelche Schokoladensachen werde ich da reinmachen. Und dann wird das gefüllt, da auch so mit als Geschenk stehen. Vielleicht packe ich noch ein bisschen Zellophanfolie drum oder mache eine Schleife oben drauf oder keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall auch ein Geschenk. Dann kommt noch mal kurz was ich nur für mich gekauft habe, nicht für meine Mama. Und zwar dieses hier. Oh, ich habe so eine Figur jetzt schon öfter gesehen, in riesengroß, die man sich in den Garten stecken kann. Die sich hat 2 Euro gekostet und ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht noch ein, zwei davon kaufe. Ich finde es so, so niedlich und ich mag auch die Farbe. Sagt man Farbe dazu? Also, ja, ich mag das gerne und ich will die gerne in mein Beet stecken. Und mein Beet ist. Also, ich glaube, was Großes würde da nicht gut drin aussehen und das ist irgendwie ganz, ganz niedlich. Deswegen, ja, freue ich mich sehr, dass ich das gefunden habe bei Teddy. Ich glaube, beim Jawoll und auf so einem Bauernmarkt habe ich das in letzter Zeit gesehen für, ich glaube, dann 6, 7, 8 Euro oder so, halt in groß. Ja, aber ich brauche es ja nur in klein. So, dann muss ich hier mal irgendwas rausholen. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Das ist ein bisschen so ein Gag, glaube ich. Ich hoffe, dass sie das versteht. Das ist eine kleine Mini-Reibe. Die hat 55 Cent gekostet. Die habe ich gesehen und musste einfach schmunzeln und dachte, oh ja, die bekommt sie. Denn sie wollte einen Hobel haben. Also es gibt von Tupper einmal den Mando-Chef. So heißt der. Das ist halt so ein Hobel. Und da gibt es aber keine Möglichkeit, etwas so richtig, also so Möhren zu raspeln, ne? Kein Raspelaufsatz. Und das fand sie ein bisschen blöd. Und das hat sie davon abgehalten, dann diesen Hobel zu nehmen, weil sie halt gerne etwas hätte, wo mehrere Sachen gehen. Bei so günstigen, also ich habe zum Beispiel auch so einen günstigen, so einen Billo-Hobel, wo einfach alle möglichen Platten bei sind, ne? Das geht. So, und dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie ganz lustig. Einfach, ja, vielleicht schenke ich ihr noch eine Karotte dazu. Und dann, ja, hat sie noch ein kleines also ein kleines Extra-Geschenkchen. Außerdem finde ich das irgendwie als Deko für den Gewürzschrank so irgendwie ganz niedlich. Und man kann auch Muskatnüsse dann damit reiben. Also ne, echte Nüsse kann man damit auch gut reiben. Fand ich eine coole Sache. So. Dann habe ich noch für sie einen Ballon gekauft. Sie hat gesagt, sie möchte dieses Mal keine Luftballons, also keine große Partysituation. Okay, muss ich mich halt zurücknehmen, gibt es halt nur gelandet. Aber ich habe einen Ballon gekauft, wo beste Mama der Welt draufsteht. Und den fand ich irgendwie total niedlich. Der ist 45 cm groß und den wird es auf jeden Fall geben. Der hat 1 Euro gekostet, fand ich auch günstig. Ich hätte gedacht, der kostet 2 oder 3. Dann hat sie noch Zauberstäbe.
Wie viele sind da drin? 6 Stück, genau, 6 Zauberstäbe. Die fand ich einfach total niedlich für 1 €. Die sind total cool und ich weiß nicht, ob sie die alle bekommen wird. Aber so ein bisschen, dass sie dann, also als Zeichen für, Mensch, Mutti, du hast heute einen Wunsch, wir erfüllen den dir. So, fand ich irgendwie ganz süß. So. Und dann habe ich noch 2 Schachteln gekauft, die finde ich auch total niedlich vom Design her, wobei ich die hier noch cooler finde. Ich habe so ein bisschen extra Schachteln genommen, wo, wenn sie die doof findet und sie die nicht behalten möchte, sie die dann mir geben kann und ich sie gut finde und ich sie gut irgendwo hinstellen kann. Ne? Man muss das ja auch immer so ein bisschen beachten. Auch wenn man da, ich sag mal, wenn man Schminkpinsel oder so reinmachen würde, könnte man ja auch einfach die so hinstellen, dann mit offenem Deckel und oben kommen dann die Schminkpinsel rein. Oder Stifte oder was auch immer. Ja, und ich werde da Geschenke drin verpacken. Also die werden dann so, vielleicht mit einem kleinen Geschenkband oder so, werden die auf ihrem Geburtstagstisch stehen und da werden dann Geschenke drin sein. Von mir bekommt sie nämlich zum Geburtstag eine Reise nach Berlin. Sie und ich machen das ja sehr regelmäßig und wir lieben das und fahren immer nach Berlin. Und ich wollte sie aber nicht so einfach machen. Ich denke, in der einen Kiste wird ein kleines Rätsel drin sein. Ein Zahlenrätsel zu dem Datum, wann wir nach Berlin fahren. Und in dem anderen, da wird sozusagen ein Essensgutschein drin sein, aber auch auf eine mysteriöse Art und Weise, glaube ich. So ist zumindest meine Vorstellung. Vielleicht mache ich es auch noch anders. Jetzt über das Wochenende, keine Ahnung, aber so ist erstmal meine Vorstellung. Dass ja, sie einfach viele Geschenke hat und daraus dann ihr eigentliches Geschenk hervorgeht oder wie auch immer. Genau, mehr habe ich gar nicht. Es ist, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel, es sind nur ein paar Kleinigkeiten. Aber ich wollte es euch trotzdem nicht vorenthalten und hoffe, dass euch dieser kleine Haul gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Herz für meine Mama unten in die Kommentare schreibt. Das würde ich super süß finden und da sie meine Videos guckt, manchmal, glaube ich, sie würde das auch richtig toll finden. Ja, also falls ihr irgendwas Liebes schreiben wollt für sie, immer gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.